Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und wahrscheinlich vielleicht auch letzten Part von Pharao A New Era. Wir sind in Mission 5.2 und jetzt geht es um die Bildung. Ich denke mal, wenn wir das abgeschlossen haben, kommt noch der Handel. Und dann sollte es eigentlich alles gewesen sein. Jetzt schauen wir uns heute mal an, die Bildung. Und zwar haben wir jetzt die Stadt ein wenig aufgebaut. Ja, nun ist es an der Zeit, manchen Bürgern eine Ausbildung zu ermöglichen. Schreiberschulen können die Menschen nicht unterrichten, wenn es kein Papyrus gibt, auf dem sie schreiben können. Die Schilfsammelstelle versorgen die Papyrushersteller mit den nötigen Rohstoffen und das Papyrus wird dann direkt in die Bildungseinrichtung der Stadt verteilt. Okay, machen wir mal Pause. Das heißt, wir brauchen jetzt Schilf. Das hier müsste doch Schilf sein, oder? Das sieht aus wie Schilf. Ich finde, das sieht aus wie Schilf, also sollten wir hier ein paar Schilfwerkstätten hinbauen. Was haben wir denn hier? Schilfsammelstelle. Machen wir mal einen noch nach oben. Kannst du mal das wegmachen? Ich sehe sonst nichts. Danke. Machen wir mal zwei. Dann machen wir mal drei. Komm. So, okay. Und wir machen mal zwei Papyruswerkstätten rein. Und bauen mal... Also das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt hier, wenn ich nichts sehen kann, Freunde. Versuchen hier mal einen Weg hinzulegen. Wir brauchen ja auch vielleicht noch ein Warenlager. Hm? So, und irgendwie müssen wir jetzt hier reinkommen. Also wenn wir den hier nochmal wegmachen, den kleinen. Und wenn das ein netter Typi ist, bauen wir den jetzt hier hinten nochmal dran. So. Genau, dann können die Leute hier quasi direkt rein. Oh, jetzt haben wir uns um einen vertan hier. Na gut, das wird schon passen. So, haben wir eigentlich noch Arbeitskräfte? 16 zusätzliche brauchen wir. Ihr habt nichts verpasst, zwischen der letzten und dieser Folge ist nicht so viel passiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier unten nochmal so eine Unterhaltungsstraße hinzusetzen. Hier unten und so eine Unterhaltungsschule. Oh, warte mal. Ich sehe gerade was. Die machen jetzt hier... Alles annehmen. Ja, die bringen jetzt hier gar die ganzen Waren hin, weil die Lager hier alle voll sind. Ungünstig. Machen wir das mal so, versuchen wir das mal hier zu unterbinden. Jetzt brauchen wir noch die Schulen. Wo sind denn hier die Schulen? Dum-dum-dum-dum. Ist das bei Dienstleistung? Persönlicher Wohnsitz, Dorfpalast, Gericht. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal. Hier kann es ja nicht sein. Lager, Vertrieb, Produktion. Papyruswerkstatt. Hä? Wo ist denn jetzt hier die Schule hin? Haben wir jetzt hier keine Schule? Apotheke, Arztpraxis, Zisterne. Unterhaltung kann es ja auch nicht sein. Es ist ja keine Unterhaltung. Religion kann es nicht sein. Eine Papyruswerkstatt. Ist es nicht? Brauerei, Töpferei, Papyruswerkstatt. Sehe ich es nicht oder ist es noch nicht freigeschaltet? Ich bin mir nicht sicher, ob es noch nicht freigeschaltet ist. Hier oben. Hier die Schreiberschule. Ach du Heiliger. Bim bam. Okay. Das konnte nur keiner ahnen. Machen wir das einmal hier hin. Dann können wir vielleicht noch eine zweite hier unten hinsetzen. So, da brauchen wir Arbeitskräfte für, aber das ist nicht so schlimm. Da haben wir gleich ein paar Arbeitskräfte. Da gibt es bestimmt so einen Kartenmodus für Bildung, genau. Spezialkarte Lehrer, Spezialbibliothekare. Gut. Gesundheit, Religion, Risiken. Ah. Scheint alles zu laufen. So. Und bei der Gelegenheit... Ai, da raus. Guck mal an. Oh, krass. Okay, Schilf sammeln wir ganz schön viel. Das heißt, wir brauchen vielleicht noch eine...
Nächste Überschwemmung wird richtig gut. Vielleicht noch so eine Papyruswerkstatt. Haben wir einfach nochmal eine. Wir brauchen jetzt ein paar Leute, 118 Leute zusätzlich. Die Frage ist, wie kriegen wir die ran? Wie kriegen wir die ran? Ziehen die ein, wann ziehen die ein? Nahegelegenes Gebäude. Ja, ist das gleiche nahegelegenes Gebäude. Zugang zur primitivsten Form der Wasserversorgung. Und da ziehen schon wieder welche aus? Ist das dein ich Ernst? Ich kann einfach keine Wohnung finden. Entschuldigung, was? Ja, das ist doch kein Problem. Dann bauen wir hier noch ein paar. Eine Wasserversorgung ist auch kein Problem, Freunde. Wirklich nicht. Oder vielleicht doch. Na, hier vielleicht. Mal hier vielleicht. Okay, die ziehen jetzt einfach raus, weil sie keine Wohnung finden können. Ich kann einfach keine Wohnung finden. Okay, warte. Habe ich jetzt irgendwas weggeklickt? Betreten Sie die Weltkarte. Handel einführen. Das habe ich weggeklickt. Ah. So, nein. Oh Gott, das habe ich wieder weggeklickt. Handel einführen. Naja gut, also da müssen wir uns jetzt mal irgendwie ein bisschen selber kümmern um Handel. Aber da stand irgendwas von Weltkarte, ne? Ah, hier. Handelsroute. Okay. Die Weltkarte zeigt die Lage Ihrer eigenen Stadt sowie die anderer Städte auf der Welt. Hier können Sie für die Eröffnung von Handelsrouten mit allen handelswilligen Städten bezahlen. Um eine Handelsroute einzurichten, klicken Sie auf die Stadt, mit der Sie Geschäfte machen möchten. Okay, importieren und exportieren. Wenn Sie eine Handelsroute eingerichtet haben, müssen Sie dem Aufseher des Handels noch mitteilen, welche Rohstoffe und Waren Sie ein- oder ausführen möchten. Sie können niemals denselben Gegenstand gleichzeitig importieren und exportieren. Sie müssen zwar Ziegel importieren, was recht kostspielig sein kann, aber Sie können dies durch den Verkauf von überschüssigem Papyrus ausgleichen. Okay, das heißt jetzt was? Das heißt, wir werden importieren Sie mindestens 800 Ziegel aus Pervadiut, um mit einem Arbeit an der heiligen Mastaba-Grabkammer zu beginnen. Okay, warte mal. Das heißt, hier werden wir Ziegel bekommen. Die verkaufen Ziegel, und zwar eine ganze Menge. Das kostet uns 300. Und hier unten haben wir noch andere Sachen. Wir können nur Nächen anklicken. Die kaufen Papyrus. Das kostet uns 550. Steht hier irgendwo, wie viel wir haben? Ja, 3600. Gewinnen wir denn gerade Geld hier? Wir verlieren gerade Geld. Alles klar. Ich habe in der letzten Folge schon gesagt, wahrscheinlich ist das Spiel hier gleich zu Ende. Wir verkaufen erstmal Papyrus. Für diese öffnende Landesroute bezahlen. Jawohl. Und jetzt hat er gesagt, müssen wir jetzt hier dem Aufseher von irgendwas, wo sind denn hier die Aufseher, hier, Handelsaufseher, hier, dem müssen wir jetzt sagen, was wir einführen sollen. Und zwar für Export verfügbar. Für Export verfügbar, nur Überschüsse exportieren. Exportieren über, was heißt denn das, das, was wir jetzt mehr haben, ne? Auf Lager haben wir, nee, warte mal, wollen wir Schilf? Doch, Papyrus wollen die doch kaufen. Oder jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Warte mal, lass mich nochmal kurz gucken. Die wollen Papyrus kaufen, genau. Alles klar. So, Aufseher, Handel, Papyrus. Alles über 100? Ne, wir verkaufen nicht handeln, exportieren über, nur Überschüsse exportieren. Alle Überschüsse exportieren. Nicht handeln, für Export verfügbar. Exportieren über, können wir auch sagen 50. Alles über 50 wird exportiert. Probieren wir doch mal, ob das funktioniert. Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen Gewinn machen. Und das heißt jetzt nochmal was? Einheiten. Das heißt eigentlich, dass wir hier mehr von denen brauchen, oder? 200 Einheiten. Na, wir gucken mal. Irgendwie müssen wir ein paar Einheiten gewinnen. Also ein paar Mitarbeiter. Es fehlt jetzt zur primitivsten Form der Wasserversorgung. Das ist bedauerlich. Aber ich finde, das kann irgendwie nicht sein. Naja. Okay, pass mal, wir haben hier eine Feuerwache. Hoppala. Die reißen wir mal ab. So, und dann bauen wir hier nochmal eine Wasserversorgung hin. Mit ein bisschen mehr davon. So, und die Feuerwache bauen wir dann an der Stelle hier hinten nochmal auf.
Oh, da haben wir jetzt nicht so viel Verlust, glaube ich. Gut, warten wir mal ab, wie das passiert. Also, Wasserversorgung. Die hier hinten hatten keinen. Da ist kein Zugang zu einer Religion. Was? Okay, die steigen alle auf, alles klar. Was aber das bedeutet, hier gehen noch mal ein paar. Warte mal, was habt ihr denn? Was ist denn euer Problem? Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Ach. Ich kann einfach keine Wohnung finden. Ja, aber hier gibt's genug Wohnungen. Also das ist jetzt wirklich nicht das Problem. So, es ist Sonntag und die Nachbarn fangen an zu hämmern. Das finde ich eine gute Idee. Kann man sich schon mal fragen, was ist mit los, Freunde? Was ist mit euch los? Keine Zugang zu regionalen. Also wir können hier nochmal so Schreine reinbauen. Ja. Und hier den letzten noch. Dann machen wir den nach da rein. So, jetzt haben die aber auch religiöse Dinger, oder? Müsste also schon auch sein, oder? Schauen wir uns nochmal den Handel an. Können wir denn irgendwo, warte mal, die Finanzen vielleicht? Exportgewinn 0. Wir haben kein Papyrus, oder? Die bauen ja, die machen ja Papyrus. Das Problem ist, wir haben halt keine Arbeiter gerade. Uns fehlen halt 225 Arbeiter. Und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesem Spiel, dass die Balance irgendwie für mich zumindest nicht so einsichtbar ist. Unsere lange und gefährliche Reise hierher war völlig umsonst. Diese Stadt treibt keinen Handel. Jetzt kommt hier der Handelstypi. Und kommt zurück. Haben die denn hier Papyrus? 280 Einheiten, ja. Pass mal auf, wir machen mal noch was. Wir machen hier nochmal so ein Warenlager hin. Hier machen wir aber nichts annehmen und hier machen wir alles, nee, warte mal, alles annehmen, also Papyrus. So, jetzt gucken wir, ob hier was reinkommt quasi. Ein paar Wasserträger. Gut, zumindest haben wir das mit dem Wasser schon mal erledigt, glaube ich. Da haben wir jetzt mal ein bisschen für Nachschub gesorgt. Was haben wir da sonst noch? Arbeitskräfte benötigt, Millimeterfeuerlage, kleine Segnung, schönen Straßenanfang. Okay. Da ist eine Papyrusrolle. Warte mal, wir machen nochmal was anderes. Und zwar sagen wir dem jetzt hier, nur Überschüsse exportieren, alles über, machen wir mal alles über 10. Das ist auch blöd. Machen wir, bleiben wir mal bei 50. Das ist einfach ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier anfangen. Ja. Und da kommen noch ein paar Leute. Das ist doch wunderschön. Das ist doch wunderschön. Wir müssten eigentlich genug, also für genug Leute Sachen haben. Wir gehen halt leider bankrott. Naja, ich habe ja gesagt, das kann die letzte Folge sein. Wir haben uns ein bisschen das Spiel angeguckt im Tutorial-Modus, also versucht rauszufinden, wie das Spiel funktioniert. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie großartig was falsch gemacht haben. Vielleicht produzieren wir einfach zu viel Zeugs. Andererseits, ne? Wir das eigentlich stilllegen hier. Die Enzyklopädie bauen wir jetzt nicht. Wir könnten natürlich hier nochmal ab. 500 Einheiten. Wir haben halt richtig viel Schilf. Ne? Wir machen mal einen weg. Das spart uns ein bisschen Arbeiter. Und wir machen auch nicht ganz so viel davon. Das ist doch okay. Und vielleicht muss man hier so ein bisschen rausfinden, wie viele von denen eigentlich was hier. Kommen die zum Beispiel, die arbeiten mit 100 Einheiten? Arbeiten die alle mit 100 Einheiten? Ne, sogar mit 200 Einheiten. Wir bräuchten halt Leute, die das ein bisschen besser verteilen. Ne? Das wäre halt gut. Gut, da kommen jetzt noch ein paar Leute. Kleine Segnung, hast du nicht gesehen? Ist doch schön. Hier nochmal eine
ein Fest abhalten. Können wir eh nicht anordnen. Also die Feste machen die quasi von alleine. Jetzt kommen noch ein paar Leute, das ist doch super. Das müsste dann auch ein bisschen mehr Kohle geben, oder? Ja, wir sind bei 200 Miese. Ist ja auch interessant, oder? Wenn wir Papyrus natürlich ein bisschen verkaufen könnten. Maultier, was? Unsere lange und gefährliche Reise hierher war völlig umsonst. Diese Stadt treibt keinen Handel. Das stimmt doch gar nicht. Was redest du denn da? Exportgewinn 676, das ist doch schon mal was. Guck mal. Okay, Steuern und so weiter sind wir nochmal bei minus 200. Aber die Einkünfte müsste über den Ausgaben liegen. Also wir haben Gewinn gemacht. So wie ich das hier sehe. Wir könnten sogar nochmal eine Papyrus-Werkstatt bauen. Arbeitskräfte benötigt. Ja, es ziehen ja noch Leute ein, ne? So, und wenn wir dann natürlich sagen, was ist das hier? Da ziehen auch Leute ein, okay. Wenn wir dann noch dazu sagen, ah gut, vielleicht ist ja immer so eine bestimmte Fluktuation, ne, dass Arbeitskräfte gehen und kommen, kommen und gehen. So, jetzt müssten wir theoretisch genug Papyrus herstellen. Was haben wir denn da? 650, 350. Ja. Ist das jetzt wieder ein Handeltypi? Unsere lange und gefährliche Reise hierher war völlig umsonst. Diese Stadt treibt keinen Handel. Okay, offensichtlich reden die nur immer das Gleiche. Das ist bedauerlich, aber okay für mich, glaube ich, erstmal. Der rast da jetzt mit seinem Papyrus quasi aus der Stadt raus. Unsere lange und gefährliche Reise hierher war völlig umsonst. Diese Stadt treibt keinen Handel. So, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich Arbeitslosigkeit von 2%, 3%. Die Arbeitslosigkeit steigt. Gut, das heißt natürlich, am Ende werden die dann wieder ausgehen. Ach, guck mal, wir haben jetzt hier, naja, 800 Gewinn ungefähr. Naja, gut, warten wir mal ab. Warte mal, das finde ich tatsächlich ein bisschen unübersichtlich. Kontostand, Netto-Ein- und Ausgang. Kontostand 3277, ja, das ist okay für mich. Aber wo sehe ich denn? Ich kann quasi hier nur hier vergleichen, so in dem Sinne. Ne? Kann ich nur hier gucken. 2,2 oder 2,1 minus 1,3 sind 800 Unterschied. Und zack, 1,5, warte mal. Pause. 2,2, 1,5. Also 700 Gewinn haben wir gemacht. Das haben wir mal grob gerechnet. Das ist ja auch erstmal okay vielleicht. So, jetzt sehen wir natürlich, wir haben genug, also zu viele Leute hier. Machen wir mal ein bisschen was in Verschönerung rein. So, wozu auch immer das jetzt hier dient? Zur Verschönerung. Hm? Zur Verschönerung. Hat der nochmal was geholt? Unsere lange und gefährliche Reise hierher war völlig umsonst. Ja, okay. Diese Stadt treibt keinen Handel. Schwatzt sich doch nicht müd. Wir haben doch hier Handel. 750, ich hätte noch mehr mitnehmen können sogar. Wenn ein Esel mehr gepackt hätte, hätte er sogar noch mehr mitnehmen können. So, das heißt, jetzt würden wir mal uns um den Handel hier mit Perjarvit kümmern. Da müssen wir 300 bezahlen. Und von denen würden wir jetzt Ziegel importieren. Oh, da müssen wir mal gucken, was. So, Handelsaufseher. Ziegel, und zwar importieren bis zu 800. Nein, nicht mehr und nicht weniger, ne? Importieren nach Bedarf? Nein, 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 nur 800 bitte. Aber das ist nicht so teuer. Notfalls müssen wir da nochmal stoppen. Warte mal, und wo packen wir denn die Ziegel rein? Lass mal gucken, wo kommen die denn rein? Kommt die hier rein? Ja, wir sollten vielleicht mal eben... Ja, hier hinten bauen wir mal zwei Warenlager hin. Die
dann aber nur mit Ziegel voll sind. So. Nichts annehmen. Das Einzige, was wir annehmen, ist hier. Alles annehmen. Und hier das Gleiche, nichts annehmen. Und das Einzige, was wir machen, ist das hier alles annehmen. Auch schön. Okay, alles annehmen an Ziegeln. Zweimal haben wir das. Einmal hier oben bei dem Ding. Und einmal hier unten bei dem Ding. Also wenn jetzt hier so ein Typ mit Esel kommt, müsste das theoretisch da oben dann rein. So ist der Plan. Da kommt auch schon einer. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Mal hier verkauft. Ziegel, dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ob der jetzt hier Ziegel einlagert, sollte er wohl tun, oder? Ich hoffe doch. Baugilden. Die Baugilden stellen die für die Errichtung von Monumenten erforderliche Fachkräfte. Die Mastaba ist ein komplett aus Ziegeln gebaut und benötigt nur Mauergilden, um sie zu errichten. Sie können so viele Mauergilden einsetzen, wie ihre Wirtschaft tragen kann, aber stellen Sie sicher, dass auch genügend Ziegel zur Baustelle geliefert werden, damit sie beschäftigt sind. Sobald die Mauergilde über genügend Arbeitskräfte verfügt, schickt sie Maurer auf die Baustelle, wo sie auf die Lieferung von Ziegeln durch ungelernte Bauern wartet. Okay, warte. Moment, Bauernarbeit. Sobald einige Mauern am Monument auf Vorräte warten, werden Gruppen von Bauarbeitern damit beginnen, die Ziegelsteine zu ihnen zu schleppen. Da dieselben Arbeiter auch die Felder im Überschwemmungsgebiet wirtschaften müssen, kann es sein, dass sich die Arbeit am Monument etwas verlangsamt, wenn die Flut zurückgegangen ist und die Bauern auf ihre Felder zurückkehren. Sie können zusätzliche Arbeiterlager errichten, sobald die überzähligen Arbeiter, die nicht für die Feldarbeit benötigt werden, das ganze Jahr am Monument arbeiten können. Jetzt kann man natürlich überlegen, warte mal, ich habe ja am Anfang in den Optionen umgeschaltet, dass sobald Arbeitskräfte verfügbar sind, die sofort loshechten, richtig? Richtig. Monument. Maurergilde schickt Maurer zur Arbeit an Monument. Kleine Masterbar. Das ist eine kleine Masterbar. Ist das dein Ernst? Das hier ist eine kleine Masterbar. What the heck? Hier so? Hier so. Ende des Tutorials. Naja, habe ich ja schon vorausgesagt. Sie haben das Ende des Tutorials erreicht. Jetzt sind Sie auf sich allein gestellt, um Menenefer Masterbar fertigzustellen. Achten Sie darauf, dass Ihre Importe und Exporte ausgewogen sind und dass Ihre Bürger Zugang zu allen benötigten Ressourcen haben. In den folgenden Missionen und bis Sie Sakkara erreichen, erhalten Sie Informationen über die neuen Gebäude, die freigeschaltet werden. Aber es wird Ihnen niemand zur Seite stehen. Wenn Sie etwas vergessen haben oder mehr Informationen zu einem Thema benötigen, können Sie die Spielanleitung auf der linken Seite aufrufen. Sie können auch von jedem geöffneten Fenster aus darauf zugreifen. Wenn Sie zum Beispiel auf einen Töpfer klicken, finden Sie eine Verknüpfung, mit der Sie auf den Leitfaden zugreifen und zusätzliche Informationen über dieses bestimmte Gebäude erhalten können. Wenn Sie auf der Suche nach Informationen über das alte Ägypten sind, steht Ihnen auch eine Enzyklopädie im Spiel zur Verfügung. Genießen Sie Ihre Zeit im alten Ägypten. Rechtsklick. Das ist ja krass, die Dinger sind direkt nebeneinander gebaut. Krasser Schissel. Okay, was machen wir also? Wir haben gesagt, wir machen noch ein Arbeiterlager. Wir bauen mal ein Arbeiterlager direkt daneben. Und was wir auch machen, wir bauen direkt mal so eine Mauergilde daneben. Hier so hin. Also wir gucken mal. Diese Gilde hat keine Arbeitsaufträge. Sie können keine Ziegel. Maurer können mit maximaler Effizienz arbeiten. Ah, okay, alles klar. Da sind nochmal ein paar Leute unterwegs. Hier ziehen nochmal ein paar Leute ein. Hier sind Ziegel. 800, gut. Ja, interessant. Also das heißt, wir haben das Tutorial jetzt abgeschlossen und abgesehen mal davon, ob wir das jetzt hier überleben oder nicht, haben wir auf jeden Fall... Na ja, guck mal hier, wir machen 600 Miese. Warum ist das so? Machen wir mal Pause, bitte. Exportgewinn ist bei 1,4. Importkosten ist bei 800. Also was den Export und Import angeht, machen wir auf jeden Fall... Warte mal, Import zahlen wir ja logischerweise... 600 Gewinn. Aktuell hält sich Einkünfte und Ausgaben relativ die Waage. Ja, müssen wir beobachten. Also wir sind bei 2,9. Wir können das ein bisschen beobachten. So, jetzt fangen die an zu arbeiten, wie die
Während die Felder unter Wasser stehen, arbeite ich für den Ruhm Ägyptens. Das ist okay für mich. Die Felder stehen nur nicht unter Wasser und das ist ganz wichtig zu wissen. Dass die Felder das eben nicht tun. Wir haben unfassbar viele Kichererbsen. Und Bier haben wir auch. Also wir können uns gut versorgen und da ziehen wieder ein paar Leute aus. Arbeitslosigkeit bei 13%. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Ja, das ist okay für mich. So, warte mal, wo laufen die denn mit dem Papyrus-Zeug hin? Laufen die hier hin? Wo laufen die hin? Ach, die laufen hier hin, weil hier was frei ist. Mit dem Schild meine ich. Feuer in der Stadt. Oh no, bitte nicht. Feuer in der Stadt. No, no, no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Was war denn das jetzt hier nochmal? Brennende Ruine, Warenlager, alles klar. Feuer in der Stadt heißt, wir müssen... Ach, du ahnst es nicht. Wir müssen direkt dagegen steuern, Warenlager bauen. So, warte, warte, warte. Nichts annehmen. Alles annehmen. Alles annehmen. Schilf und Papyrus nehmen wir hier an. Schilf und Papyrus. Ist das richtig? Ja. Ja. Ungünstig. Richtig ungünstig. Jetzt sind hier die ganzen Papyrusstätten. Alles brennt ab. Alles brennt ab. Ich breche ab. Hoffentlich haben wir hier Glück. Die bleiben zumindest ein bisschen bestehen. Brenn mal hier ab jetzt. Ja, okay, alles klar. Ach, wie ärgerlich. Naja, gut. So, Schilfsammelstelle haben wir ja zwei, ne? Genau. Das heißt, wir müssen mindestens drei neue Papyrusstätten bauen. Drei. Wir hatten aber auch noch ein Lager. So. Und das setzen wir quasi nur auf Papyrus. Alles annehmen. Alles annehmen, okay. Ach, ungünstig. Und was war das jetzt hier nochmal? Das war auch ein Lager, oder? Ja, haben wir ziemlich Glück gehabt, dass hier keine Straßen, kein Problem. Alles klar, da haben wir zumindest nochmal ein bisschen. Bauen wir hier noch ein Lager. Hier steht nichts annehmen. Und trotzdem haben die das angenommen. Was ist denn da los? Warenlager. Waren entsorgen. Nein, nein, nein. Nichts annehmen. Das Einzige, was ihr annimmt, alles annehmen und alles annehmen. Ich möchte hier nur Schilf produzieren, ehrlich. Beziehungsweise, warte mal, hier will ich nichts annehmen. Leeren. Nichts annehmen. Ja, ja, wir entsorgen das mal. Das Schilf ist weg. Also hier nur Papyrus, das ich nur sehe. Hier nur Papyrus ist. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren, oder? Sehe ich das falsch? Naja. So, hier läuft jetzt die Masterbar. Meine Ziegel machen dieses Monument erst stark. Okay. Der Rest der Masterbar benötigt weitere 11.000 Ziegel. Mhm. Okay. No, 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 no. Importieren bis zu 1.000. Machen wir mal 5.000. Das ist ja übel. Wir brauchen wieder zusätzliche Arbeiter. Das ist ungünstig. Haben wir ein paar verloren? Ja, hier laufen noch ein paar raus. Ich kann einfach keine Wohnung finden. So, jetzt kommt hier wieder ein Typi. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Ja, mal gucken, was du jetzt machst. Du müsstest eigentlich nur hier die Ziegel machen, richtig? 1600. Ja, gut. Okay, pass mal auf. Da müssen wir leider noch mal hier ein bisschen den Handel unterbrechen. Nicht handeln. Wir warten mal ab, bis die fertig sind mit den Ziegeln.
Freunde der Nacht, ich würde mal sagen, das war's für jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, hier meldet man 400 Euros. Das läuft doch schon mal. Ach, guck mal, das ist auch kaputt. Ach, du Heilige. Das war die Schreiberschule, ne? Da müssen wir hier mal wieder nachsetzen. Okay. Genau, wir hatten zwei Schreiberschulen, eine da, eine dort. Ja, Freunde der Nacht. Ich würde sagen, das war's an der Stelle für das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls es nochmal dazu kommt, dass hier mehr Informationen gedroppt werden, werde ich nochmal eine Folge machen. Ansonsten war es das erstmal. Und ja, falls euch das gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Ich bin für alle Arten von Rückmeldung dankbar. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüssing.